Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FM. Ich möchte mich zunächst einmal dafür entschuldigen, dass jetzt am Wochenende keine neuen FM-Folgen waren, aber ich war an dieses Wochenende einfach so viel unterwegs, dass ich überhaupt keine Zeit hatte aufzunehmen. Ja, ich hoffe, ihr könnt das entschuldigen. Jetzt geht's erstmal wieder weiter. Und ja, dann, wir hatten in der Woche ein Freundschaftsspiel vereinbart, weil es wieder spielfrei ist, Nationalmannschaften sind unterwegs. Können wir unserer zweiten Garde so ein bisschen die Gelegenheit geben, sich bei uns auszuzeichnen. Gut, nehmen wir Lücke mit in die erste Mannschaft. Das werden wir erstmal machen. Für eine Woche. Nehmen wir da noch alles mit. Van der nicht. Röcker darf mit in die erste Mannschaft. Eine Woche. Dann nehmen wir Tom mit. Tom Tribul. Eine Woche. Florian Trinks darf mit. So, nochmal Assistent hier. Ach, Folter lassen wir in der zweiten. Der ist bei uns unten durch. Schopenhauer nehmen wir noch mit. Die dürfen sich dann alle im Testspiel einbringen. Ja, Felix nehmen wir auch mal mit. Oder nehmen wir... Nee, Felix. In die erste Mannschaft. Eine Woche. Alle werden wahrscheinlich auch nicht zum Einsatz kommen. Da müssen wir mal gucken, wie das dann hinhaut. Ja, und dann werden wir weiter ein bisschen segeln lernen und gehen in die Woche. Ja, das letzte Spiel war, glaube ich, das 1:1, wenn ich mich recht erinnere. Ist ja nun auch schon ein bisschen her. Was machen die Scouts? Haben wir hier schon Bekanntheit 10. Okay, da haben wir den ersten FC Augsburg drin. Die auch einige interessante Spieler haben. Also die interessanten kommen dann hier nachher. Mussten sich unsere Scouts noch ein bisschen verbessern, damit wir da noch ein bisschen besser durchsehen. SC Eggerscheid wird also unser nächster Gegner. Hier sind die internationalen Nominierungen. Da fällt mir bei international auch mal das Merchandising ein. Ist immer noch nicht fertig, der Fanshop in Wien. In Wien. So, Österreich gewinnt 3:1 gegen den Luxemburg und Arnautovic macht 2 Tore. Sehr schön. Da wird er bestimmt guter Laune wieder zurückkommen. So, dann machen wir jetzt mal den Assistenten. So, und dann gucken wir mal. Also, wie machen wir das denn am besten? Bauen wir uns mal eine kleine Aufstellung. So, du spielst für De Bruyne. Tribul für Ignowski. Erstmal in die Startelf. Nehmen wir De Bruyne mit oder lassen wir ihn komplett in Bremen? Das ist jetzt auch eine Frage. So, Hand für Kroos oder Kroos für Hand. Schopenhauer für Sokratis, der auch eine Pause kriegt. Raphael Wolf für Militz. Elia würde ich gerne noch rausnehmen. Okay, was haben wir denn im zweiten Team auf der Linksaußenposition? Wer spielt denn da? Hernandez, nehmen wir den noch mit. Aktion. Erste Mannschaft verschieben. Nächstes Spiel. Da ist er auch schon eigentlich ein Rechtsaußen. Der muss jetzt mal nach Linksaußen gehen. Das wird unsere Mannschaft sein. Elia kommt auch nicht mit. Lassen wir in Bremen. Ich denke, so werden wir gleich ins Spiel gehen können. Gehen wir an die Teamdynamik. Werden da ein bisschen sprechen mit den Spielern, die jetzt in der ersten Elf spielen. Auch mal ein bisschen mit der Jugend reden. Da würde er sich freuen. So, Röcker. Bist von Anfang an dabei. Clemens. Ja, mit Bargfrede braucht mit von mir aus keiner reden. So, du verbesserst dich ein bisschen im Kopfball oder auch nicht. Tom.
Ich hätte ihn gern verliehen eigentlich. Dann sagen wir ihn halt, dass er körperlich stärker werden soll. Das geht ja auch. Lukimia. Dem sagen wir auch mal, dass er von Anfang an dabei ist. Wird ihn bestimmt auch freuen. Oh, Hand können wir noch gratulieren zum Jubiläumsspiel. Ikichi hat gut trainiert. Und dann sind wir auch durch. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz in die Aufstellung, weil ich habe gerade gesehen, Petersen spielt rechts außen. Ah, nein, 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 nein. Petersen bekommt auch eine Pause. Dann kommt Kubianski noch in die erste Mannschaft. So, dann haben wir unsere Aufstellung fertig. Akpala werden wir auch noch spielen lassen. Wir versuchen so alle ein bisschen unterzukriegen. Was haben wir hier? Ich meine, die Mannschaft ist jung. Ja, das ist ja jetzt auch eine junge Mannschaft. Ja, Fritz, 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 Fritz. Ach, wir gehen nochmal in die zweite Mannschaft. Wer spielt denn da Rechtsverteidiger? Nee, 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 nee. Nee, da muss Fritz leider ran. Tut mir leid. Gut, wir gehen rein ins Spiel. Ist ein Trainingsspiel. Geben wir nicht sonderlich viel. Wir sehen uns gleich wieder im Ladebildschirm. Bis gleich. So, da bei Freundschaftsspielen ja nicht viel Interessantes zu sehen gibt, gleich hier rein ins Spiel. Hier sehen wir unsere Startaufstellung mit relativ vielen Spielern aus der zweiten Mannschaft. Ja, das tut uns aber nichts zu Buche. Die Mannschaft ist immer noch stark genug. Wir sehen hier leichte Lecks. Das gefällt mir gar nicht. Moment mal kurz. So, ich bin wieder da und hoffe mal, dass es jetzt etwas flüssiger läuft. Ich habe ein bisschen was gemacht in den Einstellungen. Ja, sieht ja schon besser aus. Keine Ahnung, was da los war. Wir haben übrigens schon das 1 zu 0 verpasst. Ich habe jetzt auch gar nicht auf den Torschützen geachtet, ehrlich gesagt, da ich jetzt mich um das Lenken gekümmert habe. Muss ich mir dann selber im Video mal anschauen. Allerdings gucke ich meine Videos nie. Könnte auch ein Problem werden dann. Also ihr seht es immer noch ein bisschen laggy. Ich hoffe, das gibt sich dann gleich. So, hier holt sich Müller den Ball gut runter. Wo trinkt Hernandez? Da ist Füllkrug. Ball bleibt hängen. Also ein bisschen der Druck, der fehlt noch. Ja, also wir werden jetzt wohl ein bisschen leben müssen mit den kleinen Lecks hier. Was heißt klein? Die sind schon relativ groß. Normal läuft hier alles flüssig. Keine Ahnung, was da los ist. Ich rendere auch nicht im Hintergrund oder so. Weil normal läuft der PC auch mit Rendern noch im Hintergrund flüssig. So, hier ist groß. Kommt nicht vorbei. Ja, die Spieler haben jetzt die Chance, sich mal zu beweisen. In der ersten Mannschaft. Da wollen sie hin, das ist ihr Anspruch. Dann müssen sie auch was zeigen. So, hier ist wieder Füllkrug. Nein. Prozent erfolgreiche Pässe ist ja ganz gut. Und da macht Füllkrug das zweite Tor, also hat er auch das erste geschossen, demzufolge. Guter, talentierter Spieler, der mittlerweile auch sehr nah dran ist an der ersten Mannschaft bei Werder. Kubianski wieder, Füllkrug. Kommt nicht vorbei. Schöner Pass in die Mitte und da ist wieder Füllkrug. 3-0, 33. Schön gemacht. Für alle mal so eine kleine Erleichterung mal spielen zu dürfen für die erste Mannschaft. Ich denke, das wird sie alle freuen. Solltet ihr auch mal machen. Hebt die Moral auf jeden Fall. Und hat kaum negative Aspekte. Oh, Füllkrug. Der muss aber drin sein.
So, zweite Halbzeit kommen unsere Reservisten rein. Da ist wieder Hernandez, der sich versucht durchzusetzen. Tribul setzt hier schön nach. Ja, gestern übrigens im Mainzer Stadion gewesen, Weserstadion gewesen gegen Mainz. Tolles Spiel, ein bisschen glücklich der Sieg, muss man sagen. Der Freistoß da in der letzten Minute. Aber wichtige drei Punkte, das muss man auch so sehen. Es läuft, es läuft. So, Ignowski darf rein. Ja, nehmen wir Kroos runter. Und Josef kommt für ihn rein. Und dann geht Füllkrug nach außen. Ja, das sollte reichen. Bargfrede kann ruhig draußen sitzen bleiben. Ist eh nicht so mein Lieblingsspieler. Motivieren wir uns mal durch. Und knete noch ein bisschen durch. Ja gut, jetzt haben wir ihn ausgewechselt und geknetet, aber egal. Weiter geht's. Zweite Halbzeit, drei Wechsel. Eiji fängt den Ball ab und jetzt haben wir mit Akpala natürlich auch einen, der nochmal drei Tore machen kann. Erstmal wieder Füllkrug. Latte! Latte von Füllkrug. Wieder Füllkrug. Ja, der war viel unterwegs. Hat aber auch einiges liegen lassen, muss man ja mal ganz klar sagen. Jetzt kam sogar mal ein bisschen Eckerschied. Schoss aus der zweiten Reihe. Aber das soll uns auch nicht weiter stören. Schön gespielt. Vom fast leeren Weserstadion. Da haben wir wieder Fritz. Wird gelegt, Vorteil gepfiffen, kommt aber nicht durch. Und kein Tor in der zweiten Halbzeit, 16 Minuten rum. Natürlich nicht 16 Minuten rum. Sondern lediglich 12. So, Ikichi wieder. Trinks, Trinks wird gefoult. Schiri sagt, war alles sauber. Akpala. Raus auf den Flügel. Wieder Ilusovic, Akpala und dann ist der Ball drin. O'Neill, Maia, Hernandez mit dem 4:0 für Werder Bremen. In diesem Freundschaftskick. Und ich würde sagen, wir sind doch mal so nett und lassen den Philipp auch nochmal ran. Für Trinks. Tauscht dann mit Iggy. Dass er einfach auch nochmal ein bisschen spielen darf. Mein Gott, ich kann nicht so gemein sein. Hernandez setzt sich nicht durch. Iggy, schön Akpala jetzt. Der müsste ja allen davonlaufen. In der Mitte, da lauert Füllkrug. Und er schießt daneben. Ja, das meine ich. Da fehlt noch so ein bisschen die Abgeklärtheit bei Lücke. Da wieder Josef Akpala. Akpala bleibt hängen. Akpala zum zweiten auf Füllkrug. Und der macht sein viertes Tor. 0:5. 5:0. Wie ihr es wollt. Hernandez gefault. Freistoß. Nemo steht da am Ball. Ignowski wird geblockt. Gibt Eckball nochmal. Schopenhauer macht einen guten Job hinten. Kriegt ja auch kaum was zu tun. Wäre auch schlimm, wenn er da dann noch versagen würde. So, Spiel lief dann auch flüssig weiter. Das ist auch gut zu sehen. Keine Ahnung, was da los war zu Beginn. Ich möchte das nochmal entschuldigen. So, jetzt nochmal Freistoß für Eggerschied. Ein schöner Schuss. Wolf kann sich nochmal präsentieren. So, Hernandez wieder hängen geblieben am Behringer.
Muss er sich aber auch besser durchsetzen. So, Akpala nochmal raus zu Füllkrug. Und Füllkrug nochmal ans Außennetz. Ja, Füllkrug hätte allein 7, 8 Tore machen können. Da wissen wir, woran wir üben müssen bei ihm. Da gucken wir gleich nochmal auf seine Trainingsziele. Da werden wir ein bisschen den Torriecher versuchen noch zu stärken. Kann ja nicht angehen. Und Akpala auch kein Tor gemacht. Auch ein bisschen enttäuschend. Ach, da macht er noch sein Tor. Wollt doch schon sagen. Ja, da ist das 6:0. Hier nochmal das 1:0. Schönes Tor. Ansprachen kamen gut an. Zwei Vorlagen hat Akpala gegeben und ein Tor gemacht. Groß mit zwei Vorlagen. Boah, sieht doch ganz gut aus. In 63 Tagen beginnt die Winterpause schon. Mhm. So, die Spieler sind wieder zurück in der Reserve. Hoffentlich. So, und wir spielen am Samstag gegen Gladbach. Ja, und wie es dann Road to Gladbach sehen, das seht ihr im nächsten Part von FIFA Manager 13 mit mir, dem Zotos. Bis dahin, alles Gute, bleibt sauber.